Moin, Jumano, es läuft an sich ganz okay, würde ich sagen. In der Liga sowieso, in der Champions League 3 Punkte nach 3 Spielen, da sieht es nicht ganz so gut aus, weil wir einfach Probleme auswärts haben. Wir haben einfach Probleme auswärts, die Leistung zu zeigen, die wir zu Hause machen, aufs Parkett bringen. Aber dann verstehe ich das nicht, Wuppersteiler. Also meine Freundin kennt all diese Serien, ne? Die haben doch auch was geguckt. Dann hatten die, keine Ahnung, hatten die Eltern, die das nie denen gezeigt haben? Oder durften die das nicht gucken? Oder? Und falls ich das nicht gesagt habe, hallöchen, Jumano Prinz. Dass du älter wirst, ja, genau. Wir alle werden älter. Ja, ja. Wir sind nicht mehr die jüngsten Bürsche und Burschinnen. Auch wenn es keinen Sinn macht, aber irgendwie so. Ja, Mann, ich hatte wirklich in meinem Beta-Safe genau dieselben Probleme, ne? Ja, Dortmund 2. Die mausern sich auf jeden Fall. Aber die spielen doch wirklich unsere Taktik, ne? Die spielen ja wirklich unsere. Morey spielt, hilft da aus. Schon 4 Spiele gemacht, sehr gut. Ja, gut, Platz 5, die werden das locker schaffen. Locker. Elversberg. Hier bei weitem nicht so gut wie in echt. Wuppersteiler. Nee, aber dann sind das komische Personen gewesen, die du kennengelernt hast. Weil normalerweise singen die doch auch mal mit die Damenwelt. Bei diesen Songs. Ja, ist ja trotzdem eine ganz ordentliche erste Saison, Jumano. Trotzdem ganz ordentlich. Das hört sich sehr gut an. Ich habe in der ersten Saison nicht unbedingt ein großes Ziel. Champions League erreichen. Ein paar Spieler loswerden, die man nicht haben möchte. Fertig. Das sind so meine größten Pläne. Ich habe Champions League 8-Finale eigentlich, aber sieht auch nicht gerade so gut aus. So, mal gucken. Ja, aber irgendwann findet man jemanden, ne? Irgendwann findet jeder jemanden. Beispiel die Serie Olli kenne ich nicht, aber ich weiß, dass meine Freundin heißt Sarah und die wurde so genannt wegen dieser Serie, weil die Mutter das gerne geschaut hat. Nein, die sind nicht deaktiviert. Ich habe nur Spieler geholt für die zweite Mannschaft, wie zum Beispiel Hassan Uedraogo von Schalke aus der Jugend. Aber ansonsten bin ich eher dabei, Leute zu holen oder eher gesagt Leute abzugeben. Meine Güte, meine Stimme. Bisschen Kader verkleinern, erste Mannschaft, zweite Mannschaft. Genau. So, dann mal let's go. Gegen die Bayern.
Dankeschön, Aaron Birchamp, dein Wait mit 4 Personen. Herz geht raus. Ich wünsche dir und deinen 4 Zuschauern, die rübergeratet sind, einen wunderschönen guten Abend. Und Dankeschön. Dankeschön. Hallöchen, Sirtua, bist auch rübergekommen? Die beiden kenne ich auch. Mega Superstar ist irgendwas damit. Volleyball, ne? Toller Ball. Oh, Donny mal. Ja, Mann. Ich muss jetzt ein bisschen leiser sein, weil meine Freundin schon beschwert hat, dass die nicht mehr mit mir schlafen kann. Und das wäre nicht gut, ne? Dankeschön, Dankeschön, Aaron. Ich denke mal, du gehst dann also schlafen, ne? Dann schlaf gut und da sieht man sich mal. Ja, Sailor Moon war auch ganz cool, ja? Auch hin und wieder geschaut. Auch als Mann. Man, du weißt, eine typische Frauenserie. Das heißt jetzt nicht, dass es auch Männer cool finden können. Ah, weiß. Schade. Zu zwei Schüsse und wir führen mit 1-0. Das wäre natürlich super, dann wären wir auf 4 Punkte ran und Zweiter. Aber Köln einfach, wie gut die spielen, ne? Oh, der Breakdown 84, werdet mir auch mit 29 Zuschauern. Dankeschön. Jetzt geht auch an dich raus. Ich wurde vor 2 Minuten gewählt, jetzt noch von dir. Unglaublich. Dann auch dir und deinen 29 mitgewählten Zuschauern. Vielen Dank, vielen Dank. Sehr lieb. Und euch ein schönen Abend. Ich denke mal, die meisten werden jetzt auch schlafen gehen. Also alle, die direkt weg sind, schlaf gut und ja. Ich hoffe, ihr habt den Stream genießen können. Ich habe gesehen, du hattest, glaube ich, ein Safe mit Arsenal, ne? Was ist denn jetzt hier los? Alle gehen schlafen, ich bin noch da und alle raiden nicht. Danke. Sehr lieb. Ich kann nie jemanden zurück raiden, weil ich immer der Einzige bin, der noch streamt gefühlt. Gestern auch. Kein einziger hat Football Manager gestreamt. Kein einziger der anderen Spieler. Für ein Stream-Fan-Treffen. Genau, Olli. Ja, vielleicht irgendwann so bei der Gamescom oder so, ne? Mit ein paar von euch. Aber läuft nicht. Wie weit bist du denn? Oder was für Probleme hast du denn gerade? Oder eher gesagt, wie weit bist du in der Saison und wo bist du in der Liga? Saints ja auch, ne? Genie Kamikaze-Liebling, genau. Card Captor Sakura kenne ich nicht. Saints ja auch nicht. Gerade 73 Zuschauer, was ist hier los? Und wie gefällt dir mittlerweile Breakdown? Oder wie gefällt dir allgemein der neue FM? Oder allgemein euch allen hier im Chat? Der Wupper-Styler haut dir die richtigen Tipps raus, ne? Also Nostalgie, ja, absolut. Und ich glaube nicht, Olli, dass allzu viele Leute bei einem Fan-Treffen kommen würden. 2-3. Yeah! Wobei, ne? Die 2-3. Wäre mir eine Ehre. Schöner Ball auf Nabri, aber der war im Abseits. Kontrolliert bitte spielen. Für Jude kommt Mo. Ja, Darkwing Duck. Auch einer meiner Top-Favoriten damals von den Kinderserien. Die Schlümpfe mochte ich auch immer ganz okay. 10. nach 14 Spielen. Ich finde ihn schwerer. Kommen. Ja, aber ist auch gut, wenn man so ein bisschen eine kleinere Herausforderung hat, ne? Kein Abseits. Ich habe vor allen Dingen Probleme auswärts. Das ist mein Problem irgendwie. Auch schon beim Beta-Save mit Mainz. Trifft, ne? Zählt. Habe ich gerade so gemacht wie ein Creeper bei Minecraft. Oh, war ja richtig authentisch gerade. Ein bisschen offensiv, aber nicht zu offensiv spielen. Ah, Moment. Hier ein Shoutout an Breakdown. Ausrufezeichen Shoutout. Breakdown 84. Ausrufezeichen Shoutout. Wie ging das denn nochmal? Ich will einen Shoutout machen. Ausrufezeichen. Shoutout.
Bin ich dumm? Hä? Ich will doch ein Shoutout machen, dass ihr den Breakdown im Follow unterlassen könnt. Okay. Geiles Tor. Langer Ball einfach auf Mucki. Der einfach alleine ist. Ja, das stimmt, Olli. Das geht natürlich auch. Wegen der weicheren und realistischen Spieler. Finde ich es auch gut, Mann. Die finde ich auch super besser. Alvin, die Chipmunks, klar. Biene Maya, Pumuckl, natürlich. Ah ja, stimmt, Agariel. Dankeschön, dankeschön. Außer was heißt ein Shoutout Breakdown 84. Also hier der gute Breakdown, der mich gerade gewählt hat. Und die Rosane macht ihm 2-2. Egal. Hinterlässt gerne bei ihm Follow. Der streamt auch sehr regelmäßig die letzten Tage auch den FM. 23 zu 10 Schüsse und er steht 2-2. Das kann nicht wahr sein, ne? Und natürlich auch der andere. Sehr gerne. Shoutout von Aaron Birchan. So, auch bei ihm sehr gerne. Okay, erstmal der eine Shoutout und dann, wenn der vorbei ist, kann man den anderen anmachen. Oh Mann, das regt mich gerade auf, ne? Sieben Punkte Rückstand, da finde ich nicht so super. Finde ich nicht so super. So, jetzt Shoutout Aaron Birchan. Och, wie lange ist denn so ein Shoutout offen? Keine Ahnung. Kann man mitleben? Ja, kann man mitleben. Je nachdem. Wie in der Karte, was meinst du, Olli? Auch in vielen Spielen stärker und am Ende verloren, aber war aber in der Beta auch so. Naja. Alter, benutzt du auch so eine Taktik, die du sonst auch immer benutzt, Breakdown, oder was komplett Neues? Also probierst du was komplett Neues aus. Weil ich hatte immer ein 4-2-3-1 und ich habe jetzt hier so eine 3er-5er-Kette, je nachdem. Alte? Hm? Habe ich auch gemacht, immer jahrelang, aber ich dachte mir, komm, einmal was Neues. Mal schauen, wie das so funktioniert. Wie lange geht denn ein Shoutout? Klar, kannst du auch, Styler. Ich kann ihn zwar jetzt nicht anmachen wegen GEMA und so weiter, aber gerne. Alles klar, Breakdown. Dann gute Nacht und allen, die jetzt wegschalten, auch eine gute, gute Nacht. Auf die guten alten Zeiten, okay? Schau es mir später mal an oder höre es mir später mal an. Okay. So, nun jetzt auch ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Müssen wir gewinnen, klar. Sieg oder Pech gehabt. So kann man sagen. Die Abwehr muss ein bisschen pausieren. Emre Can muss aber auch pausieren. Mach ich mal so, wenigstens einer kriegt eine Pause. Niklas Süle in dem Fall. Ja, das ist okay. Und dann, nee, in der Abwehr werde ich niemanden pausieren lassen. Weil lieber habe ich einen etwas platten Süle in der Abwehr als einen etwas platteren Emre Can in der Innenverteidigung, der dann nicht normalerweise spielen kann. Er hat sich gerade verletzt. Aber nur ein bis drei Tage, Jumano. Also nichts Gravierendes. Ich hätte mir wirklich einen Innenverteidiger holen sollen. Nun gut, sei es drum. Ja, zum Glück. Sind nicht mehr so viele Spiele. Ja, wenn es am Ende nicht reicht fürs Achtelfinale, dann ist das natürlich schade. Aber die Europa League müssen wir natürlich mindestens holen.
Sind die Besten. Ich fühle. Die Besten. Bla bla, keine Ahnung, was sie da sind. Die Champions. Dankeschön. Der Satz für Gereon hat 45 Sekunden geschafft. Dankeschön, Marius. Ich glaube, ich habe dich jetzt zum dritten Mal während der Partie auswechseln müssen. Okay, Ali, schau es mir später mal an. Schau es mir später an. Ja. Guter Freistoß. Ich bin auch so ein kleiner Fan von Sandro Tonali. Ich finde, das ist ein klasse Spieler. Die spielen gut, die machen das gut. Ja, natürlich. 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 Aber klaro. Na, Mika, davon bin ich noch weit entfernt. Ich muss ja so einen Schnitt haben und das ist ja unmöglich. Das ist... Das dauert sehr lange noch. Okay, den Track muss ich mir später mal anschauen. Ein Wupper-Styler. Habe ich jetzt einen Verlauf dann? Natürlich. Natürlich. Gregor Kobel hat irgendwie Champions League-Allergie. Boah, ich darf nicht laut reden, aber ich... Natürlich. Ich weiß nicht, Kobel hat irgendwie keinen Bock, ne? Beim allerersten Tor hast du ja gesehen, was passiert ist. Beim zweiten Tor hast du auch gesehen, was passiert ist. Wie hat früher so ein gewisser Herr Doll gesagt, da lache ich mir doch den Arsch ab. Da lache ich mir doch den Arsch ab. Guck mal, auch noch 5 zu 9 Schüsse, ne? Ich werde übrigens morgen etwa zur selben Uhrzeit, also vielleicht auch so ab 20 Uhr, wieder live sein. Dann zocken wir mit Derby County. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr sehr gerne auch morgen wieder vorbeischauen. Mal kurz gucken, ob ich morgen hinkriege. Ja, doch schon. Dann wahrscheinlich nicht ganz so lange wie heute, aber ich werde wahrscheinlich morgen auch live sein. Ach, Mann, Mann, Mann. Champions League AD, ne? Champions League AD. 3 Punkte nach 4 Spielen. Und dazu noch alles gegen die Top-Clubs da oben verlieren. Ja, aber wie ich gesagt habe, erste Saison ist das.
Ein Allaire fehlt, Modest ist nicht wirklich konkurrenzfähig da. Naja. So, letzter Wechsel noch ein bisschen zu schonen. Aber ich merke auch, offensichtlich passiert einfach nichts, ne? Kleine Schwächephase. Oh, Asa. Mucki. Ja, auf Mucki ist schon so ein bisschen verlassen, muss man sagen. Auf dem ist schon ein bisschen verlassen. Ja, ich weiß, was du meinst, Simano. Diese 0815-Serien wie Köln 50667 bei den Tag und Nacht und allgemein Blaulicht-Report und wie das alles heißt, ne? Naja. Das lief teilweise früher auch. Aber heute haben das noch mehr Sender ins Programm aufgenommen und noch viel länger dauert das dann alles, ne? Gibt halt mehr von dieser Art. Ja, 4 Punkte Rückstand.